Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videotalk von mir. Ich habe mir wieder einmal eine Sony-Pressekonferenz angeguckt, möchte wieder einmal darüber reden und bin auch wieder mal enttäuscht, muss ich einfach ganz klar so sagen. Es geht um die Sony-Pressekonferenz auf der PlayStation Experience. Das war jetzt die zweite PlayStation Experience, das große Sony-Event im Jahr. Und sie wollten nochmal ein richtiges Feuerwerk abfackeln. Das war der Plan. Man wollte nochmal richtig schön Games ankündigen, hat das als das große Event des Jahres beworben. Und das unter anderem auch begründet, damit unter anderem auch die Nicht-Teilnahme an der Gamescom begründet, weil man gesagt hat, man möchte da nicht so viel vorwegnehmen für die Sony Experience, sondern möchte gerne lieber das da machen. Ja, und dementsprechend habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, war aber dennoch gespannt, womit sie denn so aufwarten werden. Und ja, was soll ich sagen? Das Ganze war eine ziemlich langweilige und zähe Veranstaltung. Bevor ihr abschaltet, es gab einige coole Sachen. Es gab wirklich Sachen, auf die ich sehr, sehr gespannt warte. Sachen, auf die ich mich freue und auch wirklich Titel, wo ich denke, oh ja, da kommt was, das ist schön, da freue ich mich drauf. Aber es gab auch viel belanglosen Kram und wirklich viel zu lang gezogene Segmente für zu wenig bedeutungsvolle Spiele. Einfach. Ja, und los ging es aber natürlich erstmal mit einem ihrer größten Titel und zwar Uncharted 4. Und da gab es einen kleinen Story-Trailer. Ich würde glatt vermuten, dass das die Anfangssequenz des Spiels sein wird, denn Nathan Drake sitzt in seinem Büro und es klopft und er sagt mehrmals, nee, geh mal weg, wir haben noch zu. Macht dann irgendwann doch auf und vor ihm steht sein Bruder, den er für tot gehalten hat. Und dann unterhalten die beiden sich so und Nathan Drake erzählt, was er so erlebt hat in der Zeit. Und man kann zum ersten Mal in der Reihe auch Dialogoptionen auswählen, was ganz cool ist. Man kann quasi über entscheiden, was er denn erzählt von seinen drei Abenteuern, die er erlebt hat bisher. Und ja, ich muss sagen, dieser Trailer, ich habe Uncharted verpasst damals. Wollte es vor einer Weile mal nachholen und habe gemerkt, dass Uncharted 4 heutzutage einfach wirklich kein gutes Spiel mehr ist. Das muss man wirklich einfach so sagen. Also ich bin wirklich, konnte den Nathan Drake hat für mich nicht so funktioniert, wie er für viele funktioniert. Das Gameplay war sehr veraltet und spätestens als ich rote Fässer in einem Maya-Tempel gesehen habe, war ich so ein bisschen und habe es dann auch relativ schnell wieder gelassen. Ich denke, dass die Reihe sehr viel besser geworden ist mit der Zeit, denn zum Beispiel von The Last of Us war ich ja ziemlich begeistert. Und dieser Trailer hier hat mir zum ersten Mal wirklich, da habe ich Nathan Drake sympathisch gefunden. Da musste ich über die Gags lachen, habe aber eben auch verstanden, dass da ein gewisser Ernst in der Situation ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da würde ich gerne mehr vorsehen. Und es war wirklich das allererste Mal, dass die Reihe geschafft hat, bei mir ein Interesse für die Uncharted-Reihe zu wecken. Und das ist doch schon mal ein ganz guter Start. Was ich vergessen habe, vor diesem Uncharted-Trailer kam ein Trailer, der war ganz witzig gemacht. Da sitzt so ein alter Mann in Schwarz-Weiß auf einer Bank und erzählt, wie schwer sie es früher hatten zu spielen. Da mussten sie in die Arcade-Automaten und mussten ihr Geld ausgeben dafür. Und heutzutage muss man einfach nur noch online mit Freunden spielen. Das ist alles ganz easy, es ist akzeptiert. Und dann fand ich habe wirklich ein bisschen Gänsehaut bekommen, als dann wirklich dieser alte Mann, als dann so dieser Übertitel kommt, ja, und schaut euch die Spiele heute an und dann guckt er so hoch und dann blendet es um auf Spiele in heutiger Grafik, also Horizon, Mass Effect war, glaube ich, dabei und so weiter und so fort. Also da, das war schon ein cooler Moment, so dieses von ganz alt, schwarz-weiß auf bis wohin wir gekommen sind. Das war schön gemacht. Also Sony weiß schon, wie man Emotionen beim Spieler weckt. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Und interessant ist auch, entschuldigt, wenn ich immer mal nach unten gucke, ich habe mir das heute nicht auf dem PC aufgeschrieben, sondern hier auf Papier. Beim Frühstücken habe ich das geguckt. Und dann, wo wir gerade beim Thema waren, dass sie wissen, wie man Emotionen weckt, haben sie gleich weitergemacht mit Final Fantasy VII und haben da einen Reaction-Trailer gezeigt. Also sie haben quasi nochmal Ausschnitte aus der Ankündigung gezeigt und dann eben Reaktionen von YouTube
also von Leuten auf YouTube darauf gezeigt, wie halt wirklich Leute angefangen haben zu weinen, völlig ausgerastet sind, ein Mann wirklich da saß und wirklich nur in Tränen geweint hat, wie schön das ist, und haben dann gesagt, so, und alle, die jetzt schon Tränen in den Augen haben, wartet mal, da ist noch mehr. Und dann gab es tatsächlich, und ich kriege gerade wieder Gänsehaut, gab es tatsächlich den ersten In-Game-Grafik-Trailer für das Final Fantasy VII Remake, wo ausschließlich Szenen aus dem Beginn des Spiels gezeigt wurden. Man sieht Cloud, man sieht Barrett und so weiter. Man sieht halt diesen ersten Angriff auf Shinra und davon Ausschnitte. Und das sah halt wirklich einfach nur toll aus, muss man wirklich einfach so sagen. Und ja. Das wird toll. Und was ich auch positiv finde, die Fans haben sich ja gefragt, werden sie das alte Kampfsystem einfach beibehalten oder werden sie es anpassen, also auf ein Action-Kampfsystem umbauen? Und sie haben jetzt in diesem Trailer das Kampfsystem gleich gezeigt. Ja, es wird ein Action-Kampfsystem. Es sieht nochmal deutlich flotter aus als das aus Final Fantasy XV und haben damit gleich diese Frage gleich beantwortet. Jetzt können sich die Fans darüber aufregen, was ich wirklich ein bisschen affig finde, weil ich finde wirklich, das wird sehr verklärt, dieses ATB-Kampfsystem. Ich mag das auch. Aber es wird immer so getan, als wäre bei Final Fantasy VII und so weiter jeder Kampf total taktisch und man kann nicht einfach nur auf X hämmern. Und das stimmt einfach nicht. Das ist bei den Bossen so. Da muss man seine Moves auswählen, aber es war jetzt nie. Ich habe die teilweise als Kind gespielt und habe sie geschafft. Das war jetzt nie super extrem komplex und schwierig. Das stimmt einfach nicht. Und jeden normalen Standardkampf konnte man gewinnen, indem man einfach nur auf Attacke gehämmert hat. Das ist einfach so. Und das wird von den Fans total verklärt. Und deswegen, ich habe in den Kommentaren halt schon gelesen, oh, jetzt machen sie diesen Action-Adventure-Rubbish. Bah, das ist doch alles scheiße. Square hat keine Ahnung. Ich saß da und dachte, gut so. Das soll eine Neuinterpretation von Final Fantasy VII sein. Die Story soll beibehalten werden, soll an eine neue Generation herangeführt werden. Auch und gleichzeitig, also es soll der Kern der Serie beibehalten werden und gleichzeitig das Ganze aber modernisiert. Und für mich sah dieses Kampfsystem zu der Story und zu den Leuten, die man da spielt, einfach sehr, sehr passend und cool aus. Die einzige Frage ist natürlich, wie ist das jetzt mit den Charakteren, mit ihren einzelnen Limits und so? Spielt man nur Cloud? Kann man sich aussuchen, wen man spielt? Weil ich würde zum Beispiel auf einen Vincent Valentine, würde ich als spielbaren Charakter sehr ungern verzichten. Kann man ihn allerdings selber spielen, dann ist das natürlich massiv cool, wenn man in so einem Echtzeitkampfsystem einfach mal seine Beastforms einsetzen kann. Das wäre mega cool. Und ja, da bin ich gespannt drauf. Ich schiebe das Mikrofon mal noch ein Stück weg. Es ist irgendwie immer noch so nah dran, dass es mich total übersteuert hört. Ja, also ich fand den wirklich, wirklich toll. Und ich fand es halt wirklich gut, dass sie jetzt gleich klar gemacht haben, dass sie was ändern werden, dass das Kampfsystem so sein wird. Und wer sich damit nicht abfinden kann, der hat jetzt schon mal Zeit, sich damit abzufinden, dass er sich damit nicht abfinden kann. Und alle anderen haben Zeit, sich damit zu arrangieren oder es wie in meinem Fall tatsächlich gut zu finden. Ja, danach kam dann schon so die erste sehr langatmige Sequenz. Dann kam eine gewisse Sherry Cox auf auf die Bühne und hat erzählt, wie toll Call of Duty ist und dass das jetzt endlich auf der PlayStation ist. Und ja, es wurde angekündigt, dass im Januar der erste DLC kommt, Call of Duty Awakening, der einen Monat früher auf der PlayStation sein wird. Und noch dazu hat Call of Duty jetzt ja seine World League, die jetzt gestartet ist, also eine eigene Weltmeisterschaftsliga quasi, die dann am Ende mit einem Championship beendet wird. Und die wird präsentiert von Sony. I guess. Ja, weiter ging es dann mit Battlefront, genauso toll. Und da kann man auch die Battle of Jakku Maps früher spielen, als der Film rauskommt. Und das ist auch toll. Ja, dann hat Sony wieder mal bewiesen, dass sie aber trotzdem wissen, wie man eben Begeisterung weckt, indem sie einen Community-Trailer quasi gezeigt haben. Meine Antivirenprogramme gehen hier irgendwie gerade ein bisschen steil. Naja. Ja, sie haben quasi einen Spielszenen von Spielern auf YouTube einfach wieder ausgewählt und gezeigt. Ja, und natürlich hat Battlefront coole Szenen parat. Wenn Darth Vader einen Rebellen erwürgt und dann im nächsten Moment einen X-Wing mit seinem Laserschwert aus der Luft wirft, sieht das natürlich mordscool aus. Aber nichtsdestotrotz ändert es nichts dran, dass es ein sehr mittelmäßiges Spiel geworden ist, einfach. Und ja, naja.
Was ich übrigens noch erwähnen wollte, was ich cool fand auch, war, dass sie gleich von Anfang an erwähnt haben, dass da wirklich explizit jetzt Sony-Fans in der Halle sitzen. Also sie haben gar keinen Hehl draus gemacht, dass da wirklich explizit Sony-Fans eingeladen wurden. Und es hat halt dazu geführt, dass da wirklich am Anfang eine mega geile Stimmung war. Es wurde bei allem gejubelt, die Fans waren super gut drauf. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Stimmung im Verlaufe der Veranstaltung immer weiter gekippt ist und am Ende fast überhaupt nicht mehr existent war. Und das bei Sony-Fans. Und das sollte schon zeigen, wie diese Konferenz dann leider verlaufen ist. Sie hat halt sehr stark gestartet mit Uncharted 4 und Final Fantasy 7. Was übrigens nicht exklusiv ist, muss man nochmal betonen. Das ist kein Sony-Exklusivspiel. Nur, dass ihr es nochmal gehört habt. Sony kann, wie gesagt, seinen Fans sehr gut verkaufen, dass alles großartig ist. Greatness awaits. Und ja, dass aber davon vieles überhaupt kein Exklusivtitel sind, ist irgendwie so ein bisschen, ja, nebenbei. Genau. Dann ging es weiter mit Battleborn, was first on PlayStation kommt. Und ja, da kam Randy Pitchford von Gearbox auf die Bühne und ich muss mal sagen, Battleborn hat mich überhaupt nicht interessiert, weil es halt im Grunde so ein MOBA-Shooter mit Heldenklassen ist. Allerdings war die Ankündigung, die sie hier gemacht haben, jetzt eine ziemlich coole. Er hat nämlich die Story des Spiels erklärt. Und zwar ist die Story die, dass das Universum langsam am Zerbrechen ist. Die Planeten sind alle erkaltet, sind alle zerstört. Es gibt nur noch einen letzten Stern, auf dem die Menschheit überleben könnte. Und um den ist jetzt natürlich ein gigantischer Kampf ausgebrochen und die besten Krieger der Welt kämpfen quasi oder des Universums kämpfen um diesen einen Stern. Und da habe ich erstmal aufgeschrieben, das wäre eine super Story, wenn sie in einem anderen Spiel wäre, weil ich finde es als Grundkonzept eigentlich mega cool, die Story. Allerdings hat er dann gesagt, dass das Spiel tatsächlich mit einer Kampagne daherkommen wird. Es ist also nicht ein reiner Multiplayer-Shooter, sondern er hat auch eine Kampagne, die man sowohl im Koop-Modus online als auch im Couch-Koop spielen kann, aber auch alleine. Und damit hat das Spiel für mich auf jeden Fall sofort mehr Interesse geweckt, weil wenn die wirklich gut gemacht ist, dann ist das eine coole Story-Idee und an sich mag ich ja so Shooter mit speziellen Fähigkeiten und so ein Kram. Und genau, die Beta kommt früh 2016, first on PlayStation, und alle Beta-Teilnehmer bekommen einen freien Charakter, womit es dann für PlayStation-Spieler insgesamt 26 Charaktere werden, was ziemlich ordentlich ist. Und sie haben den 16. Charakter vorgestellt, nämlich Toby. Und ich muss ja zugeben, dass Gearbox schon ein Talent hat für coole Charaktere. Das ist nämlich ein Pinguin, der in einem Mech sitzt und die Weltherrschaft an sich reißen möchte im Prinzip. Und der wird in der Beta auch spielbar sein, sodass PlayStation-Besitzer den quasi vor allen anderen spielen können. Und dann gab es noch einen kleinen Trailer, der mit Toby losging und am Ende hat man dann die Schlachtsequenzen gesehen der Helden und so weiter. Und ich muss sagen, das sah schon alles ziemlich badass aus. Es ist immer noch nicht so, dass ich jetzt denke, oh, Battleborn, das will ich haben. Aber ich werde in die Beta, glaube ich, auf jeden Fall mal reingucken und habe jetzt mehr Interesse als vorher. Und das ist was, was so eine Präsentation ja machen sollte. Es sollte mir zeigen, warum ich an diesem Spiel eventuell Interesse haben könnte. Genau. Ja, danach kam Street Fighter V, ein Spiel, an dem ich jetzt prinzipiell nicht so viel Interesse habe. Wen ich aber sehr sympathisch finde, ist Yoshinobu Ohno, der Erfinder dieser Reihe und der Lead-Entwickler. Und der ist halt immer super sympathisch. Der kam dann da eben auch rein in so einem Ryu-Kämpfer-Outfit und wurde angekündigt, so wie bei einem Boxkampf quasi. Und aus Tokio, jetzt mit einem Gewicht von so und so viel, Yoshinobu Ohno. Und das war halt ziemlich cool. Und der hat halt auch einfach viel Humor. Er hat zum Beispiel dann sagen lassen vom Übersetzer, das ist jetzt das erste Mal, dass ich in der Lage bin, einen Charakter vorzustellen, der nicht schon vorher geleakt wurde. Und das freut mich. Also hat sich da auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die ganzen Charaktere vorher schon geleakt sind und so weiter. Also das war sympathisch. Was ich eher nicht so sympathisch finde, ist, dass es eben wieder so ist, es gibt eine bestimmte Anzahl an Kämpfern, die wahrscheinlich wieder nicht so viele sein werden. Und dann kommen im ersten Jahr nach Release kommen 6 Kämpfer dazu. Die kann man gratis bekommen, man kann sich nämlich Ingame-Währung quasi freischalten, mit dem man die dann eben gratis sich holen kann. Also man kann sich das auch erspielen. Man kann sich aber auch, und jetzt kommt's, den 2016er Season Pass kaufen. Das heißt, der Plan ist offenbar, dass dann 2017 wieder 6 neue Charaktere kommen und für die kann man sich wieder einen Season Pass kaufen.
Und ja, das wird jetzt verkauft als, oh, wir geben euch gratis noch 6 Charaktere dazu, wenn ihr unser Spiel genug spielt. Und in Wahrheit ist es, ja, wir wollen euch, von denen, die keine Lust drauf haben, wollen wir euch die Möglichkeit geben, uns nochmal mehr Geld zu geben, damit ihr auch ganz glücklich und zufrieden seid. Und deswegen machen wir jetzt gleich mehrere Season Passes, damit man auch in jedem Jahr wieder neu Geld ausgeben kann. Und ich denke mir dann so, ja, wenn die 6 Charaktere ja jetzt offenbar schon fertig sind, hätte man sie auch einfach ins Spiel packen können, mehr Wert für sein Spiel damit erzeugt und vielleicht das Interesse auch vergrößert. Zum Beispiel, ich habe ja letztens jetzt zum ersten Mal Street Fighter gespielt, habe die Charaktere mal ausprobiert, also habe mit Freunden so ein kleines Turnier gespielt und so. Und mein Lieblingscharakter, zum Beispiel Ibuki, wird dabei sein bei den Charakteren, die nicht von Anfang an da sind. Und ist doch blöd. Dann, ja, will ich das jetzt auch erstmal nicht haben. So, hätte ich mir zwar eh nicht gekauft, aber so, das habt ihr jetzt davon. Ja, dann wurde Yoshinori Ohno von einem gewissen Gio Corsi von der Bühne geschoben. War auch ganz lustig, der ihn dann weghaben wollte und Yoshinori Ohno wollte aber immer noch was und noch was und noch was sagen. Dann haben die sich so einen kleinen Kampf geliefert, war alles ganz nett gemacht. Und dieser Gio Corsi, muss ich sagen, war auch der mit Abstand souveränste Presenter an dem Abend, weil er wirklich so locker gesprochen hat und man ihm wirklich angemerkt hat, dass er auch den einen oder anderen Gag improvisiert hat und so und das nicht so steif einfach runtergerattert war. Und ja, dieser Gio Corsi ist der Third-Party-Verbindungsmann, der also die Third-Party-Titel zur PlayStation holt. Und ja, jetzt ging aber eine Sequenz los, die ich insgesamt sehr misslungen fand, weil das war wieder so, wie es vor einer Weile schon mal bei irgendeiner Konferenz war, dass es einfach Spiel nach Spiel nach Spiel nach Spiel nach Spiel nach Spiel rausgeballert wurde, ohne dass das Gehirn überhaupt die Möglichkeit hatte, das zu verarbeiten. Also teilweise waren das Trailer, da wurde wirklich der Name so für eine Sekunde eingeblendet und dann wurde Gameplay gezeigt, nächster Trailer, eine Sekunde eingeblendet, der Name. Und man ist überhaupt nicht hinterhergekommen. Also ich musste auch mehrmals zurückskippen, um mir die Namen überhaupt aufschreiben zu können. Ja, los ging's mit Dead Star, einem Twin-Stick-Shooter. Der ist exklusiv auf PlayStation 4 und PC. Dann wurden die ersten Spiele von Adult Swim, das sagt ja den meisten, die auf YouTube unterwegs sind, wahrscheinlich was, Adult Swim Games vorgestellt. Und zwar waren das Death Gambit, ein 2D-Souls, so sah es für mich aus etwa. Dann Raise the Dead, also Ray, wie der Name, The Dead, Raise the Dead. Da spielt man irgendwie einen Typ, der kann Zombies kontrollieren und Sachen sprengen. Dann gab es noch, oh Gott, irgendwas mit Game. Ach, Duck Game, Rain World, Small Radios, Big Televisions und von Double Fine Head Center. Da weiß ich teilweise, es waren alles 2D-Spiele und es war alles mit viel Explosion und Krachbumm, bis auf Rain World. Und Small Radius, Little Te nee, Small Radius, Big Televisions sah so ein bisschen aus wie so ein Portal-Verschnitt. Ja, und von Double Fine, ja, sah halt alles irgendwie nicht so toll aus. Also, wen die Namen interessieren, ihr habt es jetzt hier mal gehört, guckt es euch selber an, aber da war jetzt nichts bei, was mich in irgendeiner Art und Weise gehuckt hätte. Dann kam Tim Schäfer auf die Bühne und hat quasi mit Gio Corsi auch wieder so kleine Gags gemacht und hat dann eben nochmal, dann wurde es erstmal Day of the Tentacle Remastered gezeigt, was wirklich sehr, sehr cool und abgefahren aussieht in der neuen Optik. Ist ja ein Spiel aus den 90ern, eins dieser LucasArts Adventures und kommt im März 2016 als Remaster, wieder eben auch mit neuer Steuerung und neuen Lösungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und es wurde angekündigt, dass Full Throttle Remastered wird. Ebenso mit neuer Steuerung und so weiter und so fort. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Full Throttle ist. Ist ein Spiel, was eben auch damals in diesen LucasArts Adventures war. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Und er hat nochmal erwähnt, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass unter der Woche wohl Psychonauts 2 angekündigt wurde. Psychonauts war ja ein sehr abgefahrenes, cooles Spiel, was aber nicht so erfolgreich war. Jetzt kommt ein zweiter Teil, da bin ich gespannt drauf. Und exklusiv für die VR kommt Psychonauts The Rhombus of Ruin. Das ist ein Psychonauts, wo es ja darum geht, in quasi Traumwelten und Gedankenwelten von Menschen einzudringen. Und das wird jetzt in die VR verpackt und ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Ja, dann gab es einen kleinen Trailer für Invisible Inc., was in 2016 für die PlayStation kommt. Das Spiel ist für den PC schon eine Weile draußen. Ich bin da auch sehr interessiert dran. Es ist nämlich ein
Stealth-Agenten-Rundentaktik-Game, Rundenstrategie-Game. Also sowas wie XCOM, nur halt, dass man Gebäude infiltrieren und Sachen hacken muss. Und dann, wenn es zum Kampf kommt, hat man quasi ein Problem, hat aber auch Kampfeinheiten und dann muss man eben seine Einheiten geschickt über die Map bewegen, damit, ja, damit man die Mission schafft. Und da habe ich sehr große Lust drauf. Kommt, wie gesagt, dann in 2016 auch für die PlayStation 4. Dann wurde Don't Starve Together, was sein Console-Debüt war, übrigens das neue Lieblingswort dieser Konferenz. Also kommt auch zuerst für die PlayStation 4 auf den Konsolen in 2016 Don't Starve Together. Dann sein Console-Debüt macht Zodiac, Orcanon Odyssey. Das ist ein Spiel von ehemaligen Final Fantasy und Final Fantasy Tactics-Machern, auch so ein 2D. Vier Abenteurer erkunden eine Welt, machen Quests und hauen Monster. Hitman Go kommt für die PlayStation 4 und die Vita. Brawlhalla kommt für die PlayStation 4 und macht da sein Debüt und hat exklusiven Content, kommt also auch wieder noch für die Xbox One. Dann wurde, genau, dann gab es ja dieses Hashtag Building the List, wo sich Fans quasi wünschen konnten, welche Spiele quasi kommen sollen für die PlayStation 4. Oder PlayStation generell, da kommt jetzt für die PlayStation 3 Yakuza 5 am 8. Dezember. Und ebenso kommt nächstes Jahr Yakuza Zero in den Westen. Das ist ein Yakuza, was im Jahre 1988 spielt und quasi die Vorgeschichte von Yakuza erzählt. Ja, die Yakuza-Reihe ist sicherlich cool, aber auch da denke ich mir wieder so, also im Jahre 2015 und 16 noch mit Spielen für die PlayStation 3 anzukommen und sich nicht mal die Mühe zu machen, einen PS4-Port zu bringen, finde ich auch schon wieder so ein bisschen grenzwertig. Ja, dann wurde angekündigt, dass The Lost Blade 2 für die, ja, ein Neo Geo-Klassiker ist Lost Blade offenbar, ein Prügelspiel. Oder so, keine Ahnung, für die PlayStation 4 kommt. Und PlayStation 4 exklusiv kommt The King of Fighters 14. Ja, King of Fighters ist ja auch schon eine uralte Kampfspielreihe, kommt jetzt der 14. Teil eben mit 50 Kämpfern. Das ist sehr ordentlich. Also quasi das Gegenprinzip zu Capcom. Die sagen, ja, wir schneiden mit der Zeit mal immer weiter Charaktere raus und dann verkaufen wir die extra. Und man kann sich die aber natürlich auch selber freispielen. Aber man kann sie auch kaufen, wenn man diese Zeit nicht investieren möchte. Wenn man unser Spiel nicht wirklich spielen möchte, kann man sich die Charaktere auch kaufen. Oder, wir wissen es ja noch nicht, oder es braucht einfach so viele Ingame-Stunden, siehe Ubisoft bei Rainbow Six, dass man sich die kauft, weil man einfach keinen Bock hat, 200 Stunden Street Fighter zu spielen. Ja, King of Fighters kommt, wie gesagt, mit 50 Kämpfern von Anfang an. Sieht ganz ordentlich aus. So, entschuldigt, dass ich jetzt mal so durchgestraft bin. Durch diese Titel, aber es war halt wirklich, so ging es auch in der Präsentation. So zack, 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 zack. Hier, das sind die Titel, nimmt sie gut. Und fast alles halt, wie gesagt, Console-Debuts. Das heißt nicht Exklusivtitel, sondern Console-Debuts. Ja, dann kam ein Spiel, was mich hingegen wieder sehr interessiert hat. Da kam wieder einer dieser kleinen Lichtblicke der Konferenz, nämlich von Koei Tecmo und Team Ninja, von denen ich jetzt. Prinzipiell sind ja die Macher, die zum Beispiel Dead or Alive machen. Ich mag ja Dead or Alive, mag aber die Politik, die sie damit fahren, nicht besonders, was die Darstellung der Charaktere angeht, was die Preispolitik angeht mit den ganzen Kostümen und so. Aber die machen jetzt quasi ihr erstes Original Game. Also keine Adaption von irgendwas oder so, kein Dynasty Warriors, kein was auch immer, sondern ihr erstes Original Game. Und das wird ein PlayStation 4 exklusives Spiel. Was sehr interessant aussah, nämlich Nioh. Da gab es vor einer Weile schon mal ein paar Screenshots, dass das kommen wird, war also auch keine komplette Neuankündigung. Es war aber das erste richtig sehbare Gameplay. Und Nioh ist quasi, ich habe es mal als Samurai Souls beschrieben. Das ist nämlich ein Souls-like-Spiel, von allem, wie es aussieht. Also man spielt einen Charakter, hat also das Interface und so war ausgestellt, aber ich gehe mal von aus, man hat Ausdauer, muss den Gegnern ausweichen. Jeder Gegner ist eine Herausforderung. Man sollte sich möglichst nicht treffen lassen. Und es gibt, wie gesagt, man hat auch gesehen, man kann Leute beschwören in seine Welt, die einem dann helfen. Es gibt die Drop Attacks, also das ist wirklich 1A Souls,
was ja prinzipiell was Gutes ist, wenn es gut gemacht wird. Lord of the Fallen hat zum Beispiel gezeigt, wie es nicht so gut gemacht wird, aber das muss ja hier nicht zutreffen. Und das Ganze wird dann verfrachtet in die japanische Mythologie. Also da hat man dann Dämonenwesen aus Japan gesehen, man ist offenbar eine Art Samurai, auf jeden Fall ein japanischer Kämpfer. Und dann kämpft man eben gegen riesige japanische mythologische Wesen, aber natürlich auch gegen andere Samurai, andere Kämpfer. Und das sah sehr, sehr cool aus. Sehr flott, sehr taktisch dennoch und wirklich, ja, jetzt noch nicht absolut umwerfend, aber auch schick trotzdem und wirklich wie ein Samurai Souls. Und da hätte ich mega Bock drauf, denn ich bin ja großer Japan-Fan. Und ja, so ein Samurai Souls fände ich gar nicht so schlecht. Ja, dann wurde angekündigt, dass drei Spiele quasi gestern dann gleich mit der Konferenz online gegangen sind, nämlich Bastion kommt für die PlayStation Vita, der Vorgänger von Transistor, was ja mein Spiel des Jahres 2014 war, von Supergiant Games. Dann kommt The Bit Trip Collection, es gab offenbar mal ein Studio namens Bit Trip und die haben jetzt eine Collection. Keine Ahnung. Und Nuclear Throne, das ist ein Roguelike-Shooter und die kommen quasi alle drei, sind jetzt draußen, kann man jetzt downloaden, genau. Genau, dann wurde ein Spiel vorgestellt von Stormcloud Games, wo ich im ersten Moment sagte, hä, was soll denn das für ein Schwachsinn sein? So, also hat man so ein Pixel, einfach nur so ein Pixel Gebilde auf schwarzem Untergrund gesehen und dann hatte das Spiel aber halt irgendwie doch so einen ganz coolen Flair entfaltet. Es ist nämlich, ja, sieht aus wie so ein Koop-Prügler à la Diablo oder sowas in einer Cyberwelt. Also man spielt wirklich so ein ganz minimalistischer Look, alles besteht nur aus Strichen und Punkten und man kann die Charaktere nur so im Ansatz erkennen und sie sind auch durchsichtig neben unter den Strichen und alles ist in schwarz-weiß und nur bei den Schlägen sieht man dann halt rot und Farben und so. Und das sah ziemlich cool aus und heißt Brutal, also brutal. Ja, das sah nicht brutal spannend aus, aber zumindest spannend. Und ja, das werde ich mal im Auge behalten. Ja, sah vom Trailer her aus wie ein Vierspieler-Schnetzler in einer Cyberwelt. Warum nicht? Ist mal was Neues. Dann kam The Show 16, ein Baseballspiel. Ja. Gibt es offenbar schon seit einer Dekade, die Reihe. Ich habe von The Show noch nie was gehört, muss ich ganz offen sagen. Ich wusste nicht, dass das gibt, aber sah aus wie Baseball. Ist wohl gut, wird wohl immer gut bewertet. Ja. The Show. The Show must go on, hat sich auch Sony gesagt. The Show must go on very much too long, kann man sagen. Denn, wie gesagt, das wirkte alles unglaublich langatmig, war einfach nur so, na, nehmt all diese Indie-Games, The Show, nehmt all diese Indie-Games, New. So war diese Konferenz irgendwie, einfach nur Spiel, 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 Spiel. Und durch diese Kanonade wirkte es langatmig, so komisch das auch klingt. Dann kam Guns Up, das ist ein Free-to-Play-Spiel, was man auch ab heute spielen kann. Ist so eine Art Tower Defense, in das man noch aktiv eingreifen kann. Das heißt, man baut sich so Abwehrmechanismen, Mauern, Geschütztürme und spielt aber selber aktiv noch einen Soldaten, der das verteidigt. Und dann muss man halt Gegnerwellen abwehren. Sah an sich ganz lustig aus, ist aber Free-to-Play. Und da weiß man aber nicht, wie fair das ist. Und das macht einem noch mehr Sorgen, wenn dann gesagt wird, PlayStation Plus-Member kriegen übrigens ein gratis DLC, in dem sie quasi ein Starterpack haben mit genug Munition und Kohle und so weiter, was man sich sonst kaufen oder erspielen müsste, kriegen die gleich von Anfang an, damit sie auch Spaß haben können mit unserem Free-to-Play-Spiel. Und sowas ist immer so ein bisschen schwierig. Aber vielleicht probier's mal aus, ist ja Free-to-Play. Dann kann ich vielleicht selber beurteilen, wie fair das Ganze ist. Genau, dann hat der gute Mann, der da auf der Bühne stand, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, auch noch angekündigt, dass Fat Princess zurückkommt. Eines der Sony-Maskottchen und das kommt in Fat Princess Adventures zurück. Ein 4-Player-Koop-Loot-Dungeon-Crawl-Game mit der Fat Princess, also mit jeder Menge Humor gesegnet. Und ja, das kommt ebenfalls heute raus, also ist jetzt schon draußen. Und ja, war halt ein ganz witziger Trailer, so wirklich mit dieser Herr der Ringe, dieser epischen Herr der Ringe Musik und dann war da halt diese fetten Charaktere, die Süßigkeiten wollten. Und genau. Was war das noch?
Ach so, ja, genau. Und wenn man es sich bis zum 15. Dezember bestellt, dann kriegt man den Weapon of Might DLC for free. Aber auch alle anderen PlayStation-Mitglieder bekommen einen Bonus und kriegen das günstiger. Also das war wieder so, also dieser ganze Abteil um Guns Up und Fat Princess wirkte wirklich wie so ein, ja, wir haben hier unser Spiel und das ist irgendwie ganz cool, aber irgendwie auch nicht so und ihr könnt es aber günstiger haben. Yay, also kauft's mal lieber jetzt schnell. Ja. Ja, dann ging es um Ratchet und Clank. Da wusste ich ja bei der Paris Games Week, wusste ich ja noch nicht so richtig, ob das jetzt ein Remake ist, ob das ein neues Ratchet und Clank ist. Und jetzt wurde quasi angekündigt, was das denn so genau ist. Es ist nämlich, sie wollten eigentlich ein Reimagining vom ersten Teil machen, in neuer Grafik und so weiter, aber haben sich dann dazu entschieden, das noch zu erweitern, um neue Planeten, neue Bosse, mehr Waffen und so weiter. Also es ist quasi ein Remake mit Bonus. Ja, und das sieht nach wie vor sehr süß aus. Die Optik ist sehr schön. Ich mag diese kleinen Glibber-Viecher, die mit den Augen dann immer so ganz panisch hin und her gucken. Ist halt Ratchet & Clank, ist sehr süß. Ich habe noch nie eins gespielt. Und ja, ich denke, dass es aber für viele eine tolle Kindheitserinnerung ist. Und für viele ist das wahrscheinlich ähnlich was Tolles wie Final Fantasy VII in seinem Reimagining. Aber der Trailer und das Gameplay war halt wirklich viel zu lang. Ich würde halt schätzen, dass sie halt wirklich den kompletten Anfang des Spiels gezeigt haben. Dann zeigen halt, wie Ratchet da sitzt und dann stürzt Clank ab, er sammelt Clank ein, dann zeigen sie das komplette Gameplay, bis er wieder bei der Garage ist und zeigen da dann auch noch die folgenden Sequenzen. Es war unglaublich lang und wirklich so, dass ich dachte, oh, ja, komm, hört mal auf, eure Konferenz künstlich zu strecken. Genau. Genau, dann wurde auch gesagt, dass der Film am 28.04.2016 kommt. Es kommt ja ein Ratchet & Clank Kinofilm und dass das Game am 12.04.2016 kommt. Also noch ein Stückchen früher. Für alle Ratchet und Clanks Fans sicherlich eine ganz coole Nachricht. Aber die Präsentation war einfach ein bisschen zu lang. Dann kam der wohl langatmigste Teil des Abends, nämlich das PlayStation VR-Segment, also das Virtual Reality-Segment. Was ich ganz cool fand, war, dass der Typ, der da zuerst war, erstmal dieses Problem angesprochen hat, wie schwer es eigentlich ist, VR zu präsentieren, ohne dass diejenigen die Brille wirklich aufhaben. Dass man VR eigentlich nur dann verstehen kann, wie cool das ist, wenn man sie selber aufhat. Und um dieses Problem zu lösen, haben sie so zwei Brillen aufgesetzt, zwei Leute, die Brillen aufgesetzt haben und haben das auf zwei Bildschirmen parallel gezeigt, was bei denen jeweils passiert, was halt aber auch das nicht cooler gemacht hat, zumal das vorgestellte Spiel extrem blöd war wieder. Es waren wirklich so zwei Säulen. Die beiden Leute standen sich gegenüber und konnten sich mit so Plättchen bewerfen. Das war alles. Das war das Spiel. Ja, generell hat dieses VR-Segment mich sehr darin bestätigt, dass VR ein Gimmick bleiben wird. Ich bin ja da immer noch nicht sicher, dass das das Next Big Thing wird. Es wird sicherlich eine Ergänzung, weil man natürlich bei Ego-Shootern und so, das wird natürlich alles VR-Support bekommen und es wird auch sehr cool, aber alles, was ein Spiel, fast alles, was an Spielen dafür gezeigt wird, ist wieder wie bei Kinect sowas, wo man denkt, ja, das ist aber jetzt kein tolles Spiel. Und so ging das eben auch weiter. Genau. Also zuerst kam das, dann haben sie gezeigt, Res Infinite kommt für die VR, also ein neues Res. Das ist ja dieses Rhythmusspiel, wo man durch total farbenfrohe Welten fliegt und alles ist schnell und bunt und alles explodiert und schießt und pff. Das war so ein Spiel, da ist mir ja schon beim Zugucken ohne VR fast schwindelig geworden, weil sich die Kamera dreht, alles leuchtet, alles blinkt. Ich dachte wirklich so, hoffentlich haben die vor der Sony-Konferenz eine Epilepsie-Warnung rausgegeben. Also, weil das hätte man auch wirklich nennen können, Epilepsie, das Spiel. Also, das war wirklich, das war wieder so ein Ding, wo ich dachte, das will ich in VR gar nicht, weil also wenn einem da nicht schlecht wird, dann hat man schon einen guten Magen, glaube ich. Ja. Und ja, war halt wieder so ein bisschen pseudo-cool präsentiert mit so einem Typ, der so einen Leuchteanzug hatte. Dann hat man halt gesehen, wie er dann sich immer so gedreht hat und oh. Ja. Geht aber auch ohne VR, muss man dazu sagen. Haben sie gesagt, es wird einfach entwickelt, Res Infinite, man kann es auch mit VR spielen. Genau.
Ja, und auch das war wieder viel zu lang. Also die haben da bestimmt 5 Minuten gezeigt, wie der da durch dieses bunte Ding fliegt und alles explodiert. Das braucht man auf einer Konferenz nicht. Eine Konferenz soll kurz und knackig darlegen, warum das cool ist und nicht einfach 5 Minuten random Gameplay zeigen. Zumindest bei sowas wie Horizon oder so geht es, wo es spannend ist, wie das Gameplay ist, aber hier hat man das Konzept nach 2 Sekunden verstanden und muss das nicht 5 Minuten sehen. Genau, weiter geht's. Dann kamen Azad Kizzleback, und Adam Boyle auf die Bühne. Die haben das VR-Segment gemacht. Und ja, auch hier muss man sagen, also hier zu dem Zeitpunkt war es wirklich schon so, dass es wirklich kaum noch Reaktionen gab. Das Publikum war wirklich tot und das waren Sony-Fans, muss man wirklich sagen. Die haben wirklich mit dieser Konferenz die über die Zeit so eingeschläfert, dass die schon gar keine Lust mehr hatten und Danny Boyle musste die ganze Zeit anheizen. Es war wirklich so, ja, so und so und so, keine Reaktion. Ja, kommt schon, nur 7 Leute, macht mal, seid mal gut drauf. Und dann haben halt mehr gejubelt. Das war wirklich schon ein bisschen traurig. Ja, und dann haben sie halt wirklich, das ist auch so ein Unding, dann haben sie einfach so ganz schnell so 15 Titel oder so erwähnt, die habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, die alle für VR kommen, also unter anderem Eve Valkyrie und so. Ja, einfach so 15 Titel erwähnt, haben die alle auf den Bildschirm geklatscht und gesagt, so, die kommen und jetzt zeigen wir euch noch ein paar mehr. So, wo man als Zuschauer überhaupt keine Informationen draus mitnimmt. Dann haben sie gezeigt ein Spiel, was Ubisoft exklusiv für VR, Sony VR entwickelt, und zwar Eagle Flight. Das ist ein Spiel, das ist quasi, man spielt den Falken aus Assassin's Creed, das war so, den Adler aus Assassin's Creed, das war sofort meine Intention. Die Musik ist auch sehr ähnlich wie bei Assassin's Creed, ja, und dann fliegst du mit einem Adler durch eine Stadt und durch die no Natur um die Stadt. Und dann können auch noch andere Spieler mit dir zusammen durch die Stadt fliegen. Und ich saß da und dachte, aber das ist kein Spiel. Das ist ein, wie wäre es zu fliegen, Simulator, den man aber nicht für Geld verkaufen muss. Es ist einmal mehr ein Gimmick. Und also wirklich, diese Konferenz hat mich total darin bestätigt, dass dieses ganze VR-Ding ein einziges Gimmick bleiben wird und nicht das Next Big Thing. Da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Wenn ich in einem Jahr hier sitze und es hat sich ganz anders herausgestellt, entschuldige ich mich gerne, aber im Moment ist das mein ganz krasser Eindruck. Ja, dann wurde es noch schlimmer, dann kam Sony Santa Monica Studios. Die Leute, die God of War gemacht haben, haben auch ein VR-Spiel gezeigt, und zwar The Modern Zombie Taxi Corporation. Ja, richtig gehört. Das ist ein Spiel für VR. Da ist die Zombie-Apokalypse schon längst vorbei. Die haben eine eigene Zivilisation gegründet. Zivilisation. Und jetzt ist man ein Zombie und kann allerlei Schabernack machen, was ja eine coole Idee ist. Aber das Spiel sieht grottenhaft aus. Grottenhaft. Wirklich. Man sitzt mit seinem Viech neben dem Lenkrad und das Lenkrad steuert irgendwie trotzdem. Alles, die Physik soll wahrscheinlich lustig sein in dieser Situation, aber es sieht einfach alles nur doof und blöd aus. Und ich saß wirklich nur da und sagte die ganze Zeit für mich selber, ich spreche selten mit mir selbst, sagte ich die ganze Zeit so, was soll denn das? Was soll denn das? Das ist Sony Santa Monica und die müssen Zeit aufwenden, um so ein Bullshit zu programmieren. Warum programmieren sie so ein Bullshit? Warum machen sie nicht irgendwas Cooles für VR statt das? Also, da war ich wirklich so ein bisschen fassungslos und perplex, muss ich wirklich sagen. Ja. So, der Job Simulator 2050 kommt auch für VR. Wuppie! Dann kam das erste Spiel, was sein Console-Debüt on PlayStation 4 macht. Und das sah tatsächlich cool aus. Das kommt nämlich von High Drive oder so. Highwire. Highwire Games. Verzeihung, ich kann meine Schrift manchmal selber schlecht lesen. Und das sah wirklich nach einer coolen Idee aus. Das sah zum einen optisch erstmal gut aus. Ach ja, das war bei dem Spiel von Sony Santa Monica mit dem Grottich, meine ich. Es ist ja nicht schlimm, wenn die Grafik nicht so toll ist, aber die war wirklich so blöd,
dass es einen aus dem Spiel rausreißt. Da braucht man auch kein VR machen. Wenn alles einfach doof und künstlich aussieht, braucht man auch kein VR machen. So, ganz im Gegenteil war es bei Highwire Games. Die haben nämlich das Spiel Golem angekündigt und das sah wirklich richtig schick aus. Und da hat man so gesehen, wie so ein Mädchen, was offenbar blind ist, also so eine Augenklappe auf hat, in seinem Zimmer sitzt und man sieht dann immer wieder so ein Golem, der scheinbar auf das Haus von diesem Mädchen zukommt und die Musik ist ganz bedrohlich und dann macht der Golem die Tür auf. Und dann sieht man in dem Moment, wie sie auch die Hände so bewegt und der Golem tritt in so eine Eiswelt und guckt sich um und stapft dann in die Eiswelt und in dem Moment sieht man, wie das Mädchen sich auch umdreht zum Spieler und so blau leuchtende Augen hat. Und das ist einfach eine coole Idee, weil man offenbar in diesem Spiel in der Rolle einer Frau oder eines Mädchens spielt, eines Teenagers, die quasi per Gedankenkontrolle oder so, also wie Virtual Reality, diesen Golem kontrolliert. Und das ist von der Grundidee schon mal sehr cool. Das ist wirklich so ein fast schon vierte Wandbruch mit diesem VR in der VR. Und da bin ich gespannt drauf. Man weiß natürlich noch überhaupt nicht, wie sie spielt. Kann auch wieder so ein Gimmick-Spiel sein. Aber das war wirklich was mich vom Grundsetting und von der Idee her wirklich interessiert hat. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Was ich auch lustig fand, ich muss es ja wirklich zugeben, war 100-Foot Robot Golf. Das ist ein Golfspiel mit 100 Fuß großen Robotern, die Golf spielen, sich dabei aber auch gegenseitig mit den Golfschlägern verprügeln können, Städte kaputt machen, Bälle vom Mond wieder auf die Erde schlagen müssen. Also einfach so ein völlig absurdes Action-Golf-Game, wo quasi keine Regeln da sind, man kann sich gegenseitig verprügeln, man kann die anderen vom Loch fernhalten. Das sah wirklich lustig aus. Und auch ganz cool war Ace Combat 7, was exklusiv für die PlayStation 4 kommt. Also dieses Dogfighting-Kampfjet-Spiel von Bandai Namco, was ja immer ziemlich cool war. Und das scheint jetzt noch in so einem etwas futuristischen Setting, wo es auch noch Leute mit Jetpacks und sowas gibt, offenbar. Das sah wirklich cool aus. Das stelle ich mir wirklich cool vor, wenn man in seinem Kampfjet sitzt und dann mit VR und man muss gucken, wo sind die Gegner und denen hinterherfliegen und dann weicht man im letzten Moment noch aus. Man hat auch gesehen, es gibt so Moves, dass der eine fliegt und zieht mit den Raketen und der andere stellt sich dann so auf und fliegt so hinter ihnen wieder. Und wenn das mit der Steuerung und allem gut funktioniert und wenn das wirklich cool wird, dann kann es, glaube ich, sehr immersiv sein, wenn man in so einem Flugzeug wird. Da kann einem natürlich auch schnell schlecht werden. Wieder so eins dieser Spiele. Aber so ein Kampfjet-Spiel mit, keine Ahnung, 60 Leuten auf einer Map oder so, die dann sich alle gegenseitig bekämpfen und jagen. Ich glaube, das ist sehr cool. Ich glaube, das ist sehr immersiv. Das ist was, wofür VR gut geeignet ist. Und da bin ich ein Stück weit dann doch gespannt drauf, auch wenn es nicht so unbedingt mein Genre ist. Aber das macht für mich Sinn. Golem und das machen für mich halt wirklich Sinn. Für das andere bräuchte man kein VR und die anderen Sachen würden auch ohne VR definitiv kein Spiel werden. Die sind nur da, weil man irgendwas für die Sony VR braucht. Genau. 100 Feet Robot Golf macht übrigens auch sein PS4-Console-Debüt. Kommt also dann auch noch für die anderen Sachen. Ja, dann war Destiny dran, was von denen immer noch als großartiges Spiel bezeichnet wird. Nun ja. Da wurde nochmal betont, wie krass gut das jetzt seit Taken King ist. Und auch da hat man wieder gemerkt, er so, Destiny, und guckt mal, hier ist mein krasser Warlock. Und dieses Publikum so, ja. Und er so, na come on, more Warlocks Players hier. Und dann so ein paar so, wuhu, yay, Warlock. Peng, 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 peng. Ja, nur um die Stimmung mal wieder zu geben. Ich mache das jetzt extra etwas awkward. Also das war wirklich so ein bisschen die Stimmung im Raum. Also die haben wirklich mit dieser Konferenz so über die Dauer das wirklich komplett getötet. Dann wurde bei Nioh einmal aufgejubelt und dann bei noch irgendwas einmal kurz aufgejubelt und ganz am Anfang halt bei Uncharted und Final Fantasy. Und zwischendurch war halt wirklich Totenstille. Und bei Destiny kommt jetzt im Dezember ein Destiny-Event. Stellt euch das vor. Ab dem 8. Dezember gibt es nämlich die Sparrow Racing League. Und da können wir, und die bringt halt mit diesen Sparrows, mit diesen Speederbikes Rennen rein auf dem Venus und auf der Mars. Auf der Venus und dem Mars natürlich. Und da könnte man jetzt sagen, cool, das sah sogar wirklich ganz cool aus. Da dachte ich wirklich so, oh, okay.
haben sie jetzt das Universum mal um was Sinnvolles erweitert. Sie bauen das Spiel weiterhin auf. Ich bin, wie gesagt, kein Destiny-Fan. Ich finde die Politik von Activision ganz, ganz schrecklich. Muss ich wirklich einfach so sagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich da gesagt, ja, okay, das ist was, was Sinn macht, was in der Welt irgendwie Sinn macht. Das kann man mal machen. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Es ist halt wirklich ein Event. Das geht am 8. Dezember los und geht dann 3 Wochen. Danach geht das nicht mehr. Und da dachte ich wieder so, what the fuck? Das ist so toll. Ja, super, jetzt haben wir 3 Wochen, ist das Spiel umfangreicher als vorher und danach bringen wir es wieder auf den Ursprungsstand zurück. Bringt das doch einfach rein mit irgendeinem Patch oder so. Macht doch mal euer Spiel besser, statt einfach nur irgendwelche Events zu programmieren, die man dann wahrscheinlich immer mal wiederholt, um neue Spieler dann eben auch mit den Sachen, die man da gewinnen kann und so zu locken. Finde ich ganz, ganz grausam. Macht doch einfach euer Spiel besser. Bietet das doch einfach als etwas an, was man in Destiny tun kann. Generell. Gebt doch mal diesen Sparrows, die vorher auch wirklich keinen Sinn hatten, gebt denen doch mal einen Sinn. Und stattdessen macht man wieder so ein kurzzeitiges Ding raus. Und dann kam mein Lieblingssatz. The best thing, it's free for all Taken King users, owners. So, also dann wurde nochmal extra betont, dass diese Sparrow League kostenlos ist für Leute, die das Spiel besitzen. Soweit ist es mit Destiny gekommen, dass sowas extra dazu gesagt werden muss. Dass Leute, die das Spiel besitzen, das tatsächlich gratis spielen dürfen. Ist das nicht der Wahnsinn? Also da musste ich wirklich so ein bisschen auflachen, dass bei Activision die Emotes für 2 bis 5 Euro verkaufen, die 70 Euro extra nehmen mit den ganzen Add-ons, damit das Spiel mal etwa in dem Zustand ist, wie es ursprünglich mal beworben wurde. Und dass da jetzt noch extra betont wird, ach übrigens, ihr dürft diese 3 Wochen, dürft ihr dieses Event auch sogar kostenlos spielen, wenn ihr das Spiel gekauft habt. Aber übrigens auch nur, wenn ihr das Taken King Spiel habt. Wenn ihr nämlich nur die Add-ons davor habt, habt ihr nämlich einfach nur Pech. Tja, warum sollte man unseren Fans auch was Gutes tun, ne? Aber die Taken King Nutzer, die können das gratis haben. Also ja, dass sowas extra gesagt werden muss, grenzt schon ein bisschen an harte Lächerlichkeit. Ja. Dann ein weiteres Spiel, was sein Console-Debüt macht auf der PlayStation, ist HOB, also Hand of Blood, bekommt endlich sein eigenes Spiel. Hat er sich auch verdient, der deutsche Let's Player Hand of Blood, kriegt sein eigenes Spiel. Nein, natürlich nicht. Es ist so ein, kommt von Torchlight-Machern, sieht sehr hübsch aus und man spielt irgendwie so einen Roboter in einer ganz verlassenen Welt, muss da rumrätseln, rumhüpfen, jump'n'runnen, ja. So, und dann kam nochmal ein Highlight, ein wirkliches Highlight, denn es kam ein Spiel, mit dem ich persönlich auf jeden Fall nicht gerechnet habe, und zwar ein PlayStation 4-exklusives Spiel von Level 5, den Machern von unter anderem Rogue Legacy, von Dark Cloud und so weiter und von Ni No Kuni. Von denen kommt tatsächlich Ni No Kuni 2, Revenant Kingdom. Ni No Kuni war vor ein paar Jahren ein Spiel, was in Zusammenarbeit von Studio Ghibli und Level 5 entstanden ist und war halt ein sehr niedliches Spiel in so einer wirklich Anime-Welt und alles sah wirklich aus wie aus einem Studio Ghibli-Film und hat eine sehr süße Geschichte erzählt um einen Jungen, der seine Mutter verloren hat und jetzt in diese fremde Welt gekommen ist und dort versucht, sie vor dem Bösen zu retten. Also wirklich sehr, sehr Kindermärchen, schwarz gegen weiß, gut gegen böse, aber wirklich sehr süß mit süßen Charakteren. Hat überall Traumwertung abgestaubt. Ich fand, es hatte Probleme. Ich habe es sehr genossen. Ich habe es auch durchgespielt. Es hat über 100 Stunden gedauert. Ich habe es sehr genossen. Es gab auch so ein Monstersystem. Man konnte die fangen und dann leveln. Dann konnte man sie noch zu neuen Monstern machen, entwickeln, fusionieren, alles. Sowas mag ich eh immer gerne. Und war ein wirklich tolles Spiel, was aber ein paar Probleme hatte. Ich freue mich aber auf den zweiten Teil jetzt wirklich sehr. Und es scheint von der reinen Optik her, man ist ein kleiner Prinz, der geboren ist, um König zu werden, verliert offenbar wieder seine Mutter, sah im Trailer so aus, und muss jetzt quasi als junger König das Land regieren und dafür sorgen, es vom Bösen zu beschützen. Es wird also wieder klassisches Märchen werden für klein und groß, so wie es aussieht, so wie der erste. Und das macht ja aber gar nichts. Und ich hoffe, dass sie am Kampfsystem ein bisschen tweaken. Denn wo das Monster fangen und so sehr cool war und Monster wechseln und welches setzt man jetzt ein, kämpft man selber, setzt man das Monster ein, war es aber sehr eintönig. Also es hat auf Dauer einfach am Ende keinen Spaß mehr gemacht und wurde vor allem am Ende auch sehr, sehr einfach. Auch noch dazu. Also ich hoffe, dass sie hier und da ein paar Tweaks machen, dass sie Charaktere vielleicht ein bisschen tiefgründiger machen, auch wenn es für Kinder ist, waren die in Ni No Kuni Teil 1 sehr einfach gehalten
Und ja, wenn sie da aber so ein bisschen die Charaktere ein bisschen vielfältiger machen, wenn sie das Kampfsystem ein bisschen abwechslungsreicher und länger motivierend machen, dann wird da ein sehr, sehr tolles Spiel draus, was sicherlich sehr herzerwärmend wird, wieder in einer tollen Welt spielt. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich hatte an Ni no Kuni trotz der Fehler diese 100 Stunden wirklich enorm viel Spaß, habe das mit einer Freundin zusammen sehr, sehr gerne durchgespielt und das war wirklich eine Ankündigung, die hat mich überrascht, die hat mich gefreut und die fand ich wirklich gut. Das war wirklich nochmal so ein Aufhorchen. Und dann dachte ich, ah, vielleicht setzen sie jetzt zur großen Schlussoffensive an. Nö. Danach kam dann noch für PlayStation 4 und PC exklusiv kam Epic Games auf die Bühne. Ist natürlich was Besonderes. Epic Games war immer PC und Xbox und jetzt waren sie auf einer Sony-Bühne, haben sie ja nochmal extra betont. Was ich auch ganz schön fand, war, dass sie die Erlaubnis hatten, offenbar Xbox-Titel zu nennen. Sie haben auch Gears of War und so erwähnt. Also es ist wirklich nicht mehr so verhärtet alles zwischen den beiden Fronten. Ja, und die haben Paragon vorgestellt. Das ist ein Third-Person-MOBA. Sieht hübsch aus. Der Trailer war auch ganz cool, aber es ist halt ein Third-Person-MOBA. Mit pseudo-coolen Charakteren. Ja, und dann war es wirklich so einfach vorbei. Dann kam nochmal der alte Mann, wurde eingespielt, hat gesagt, was, noch ein Video? Dann kam nochmal ein Abschlussvideo. Dann kam, und jetzt geht er runter und spielt, ihr Nasen. Und dann war die vorbei, ohne dass nochmal ein Funktionär Tschüss gesagt hätte oder irgendwas. Sie war einfach vorbei. Und ja, insgesamt, wie ihr schon hört, war das wieder sehr enttäuschend. Es gab kein Kingdom Hearts 3 Release Date, was ja eigentlich schon auf dem Kingdom Hearts Event im November angekündigt werden sollte. Gibt es immer noch nicht. Es gab wieder nichts zu Final Fantasy 15. Um jetzt mal bei den JRPGs zu bleiben, Horizon war nicht da, von Detroit hat man nichts Neues gesehen, von Last Guardian hat man nichts Neues gesehen, man hat, ja, also das war wirklich, Was man Sony zugute halten muss, sie haben schon viel angekündigt, davon war aber wirklich wenig wirklich exklusiv. Viele Indie-Games, was ja an sich nichts Schlechtes ist, da war jetzt aber keins, wo ich so dachte, oh ja, das will ich haben, das sieht cool aus. Das VR-Segment war viel zu lang gezogen. Cool war halt, wie gesagt, dass Final Fantasy VII Gameplay gezeigt wurde. Uncharted hat Interesse geweckt. Und ist sowieso immer eine sichere Bank. Nioh sah sehr cool aus. Das Samurai Souls. Und natürlich Ni no Kuni, von dem ich mir gewünscht hätte, dass sie damit die Sequenz, die Konferenz beendet haben. Weil da wurde auch nochmal im Publikum richtig gejubelt. Da hätte man nochmal die mit einem richtigen Überraschungsmoment und richtigem Glücksgefühl rausgeschickt, die Zuschauer. Und stattdessen hat man jetzt Paragon, so ein MOBA-Ding, als letztes genommen. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Aber das war jedenfalls gut. Die vier Sachen waren wirklich cool. Ansonsten waren noch ein, zwei Sachen ganz gut und der Rest war halt wirklich sehr langatmig und sehr, sehr zäh. Dann teilweise wieder viel zu schnell. Das Pacing dieser Konferenz war grausam. Erst macht man alles ganz lang und langatmig, dann haut man den Spielern das um die Ohren und dann macht man es wieder ganz langsam und langatmig und zeigt alles viel zu lange. Also, ja, ich fand ganz schön, unter den Kommentaren hat sich halt so ein Running Gag ergeben. Der Titelspruch von der PlayStation 4 ist ja Greatness Awaits, also Großartigkeit erwartet euch. Und sie haben gesagt, dann schon ja gesagt, Greatness Awaits, still. After 4 years oder after 3 years, Greatness still awaits. Also wir warten immer noch auf die Großartigkeit. Und das ist der Punkt. Da habe ich ja nun in mehreren Videos schon drüber gesprochen. Sony hat in nächster Zeit halt einfach nichts. Außer Uncharted haben sie nichts und danach hat sich nach dieser Konferenz auch nichts geändert. Und zu dem, was sie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr haben, haben sie zudem wenig Neues gezeigt, um einen nochmal dran zu erinnern. Hey Leute, Greatness erwartet euch immer noch nach 4 Jahren, die es die Konsole dann gibt. Ja, also im Moment machen sie einfach keinen besonders guten Job. Das Angebot von Sony ist nicht besonders berauschend, wie ich finde. Ja, die meisten sehen es so wie ich aus den Kommentaren unter anderen Videos lesen konnte. Manche fanden sie aber auch ziemlich gut. Und ja, da würde mich natürlich eure Meinung interessieren, wie ihr das Ganze gesehen habt, ob ihr begeistert wart, habt ihr es überhaupt gesehen? Und so weiter und so fort. Also mich würde sehr interessieren, wie eure Meinung zur Sony PK auf der PlayStation Experience ist. Und ja, was ihr euch einfach von den nächsten Jahren von Sony erwartet. Und jetzt, wo ich wieder viel zu lange geredet habe, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gauthorn. Ciao.